Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter Monster Hunter World. Wir wollen wieder den Velum Valhazak wegmachen und diesmal sind wir, denke ich, besser vorbereitet. Ich habe jetzt drei Miasma-Juwelen, beziehungsweise zwei, ein großes und ein kleines, und das bedeutet, dass Miasma keinen Effekt mehr auf mich hat. Das Problem ist, natürlich habe ich auch ein bisschen recherchiert und dieser Tick-Damage, ne? Das ist aber ein anderes Ding. Das ist nämlich ein, wenn ich mich nicht täusche, tatsächlich das, wie auch beim verrotteten Tal dann jedes Mal ist, dieser Tick-Damage, ne? Und für den braucht man ein anderes Juwel. Nur ein einziges reicht, um die kompletten Damage davon zu negieren. Und das ist das Miasma-Experten-Juwel. Und das Miasma-Experten-Juwel besitze ich nicht. Und ich habe natürlich alle Stahlschmelztickets, Goldschmelztickets und hast nicht gesehen jetzt eingetauscht, in der Hoffnung, eben jenes zu bekommen, habe ich aber nicht bekommen. Und selbst herstellen kann man das da auch nicht. Dementsprechend müssen wir das jetzt halt so machen. Aber was die normalen Miasma-Juwele jetzt quasi machen, ist, dass mein maximales Leben nicht reduziert werden kann oder können sollte. Schauen wir mal, ne? Und das hilft ja schon einiges, hoffe ich. Auch wenn es daran ja eigentlich nicht unbedingt gescheitert ist. Eingetauscht habe ich dafür, wenn ich mich nicht täusche, Schutz oder ein Verteidigungsjuwel oder ein Schutz und ein Verteidigungsjuwel. Irgendwie sowas meine ich. Was okay ist, ein Verteidigungsjuwel macht nicht den großen Unterschied. Das ist schon schade, aber egal. Und Schutz bringt bei dem Viech hier nicht ganz so viel, ne? Weil es ist ja hauptsächlich eigentlich der Tick-Damage, der die Probleme verursacht hat. Komm, ey. Ja, geil. Brich ab. Brich den Heiltrank schlucken ab, weil da hochläuft. Das hasse ich, wenn das passiert. Letztes Mal ging der Schwanz von dem ja ganz schnell ab. Mal schauen, ob das wieder so sein wird. Vermutlich. Sind wir übrigens kurzzeitig unsichtbar, weil hier war so ein Sporenbusch, den haben wir angehittet und jetzt rafft er erstmal kurzzeitig nicht, wo wir sind. Jetzt rafft es dann wieder. Sporenbusche sind Büscherer sind halt schon krass. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt nicht mehr das maximale Leben verlieren, haben wir ja zumindest eine Sorge weniger, sag ich jetzt mal. Und schauen wir mal, ob die anderen Sorgen dann noch so große Probleme sind oder ob wir den jetzt einfach platt machen, so wie es sich eigentlich gehört, sag ich jetzt mal, ne? Weil an sich kann der ja nicht. Hier noch weiter Messer ins Gesicht. Jawohl, schön. Ab dafür. Schwanz liegt momentan ein bisschen ungünstig, dann hauen wir halt auf die Flügel, da mache ich zwar weniger Schaden, aber wenn die Flügel zerbrechen, ist auch cool. Schwanz werden wir auch noch abkriegen, denke ich. Ich muss mal kurz heilen, Junge. Danke. Momentan ist er auch noch nicht im Aggro-Zustand. Das war ja auch da schon gechillt beim ersten Versuch. Dieser Normalzustand, in dem er sich eigentlich befindet, ne? Konnte der ja nichts. Okay.
Das war jetzt natürlich sehr fair, dass ich da keine Chance zum Ausweichen hatte und so. Fand ich jetzt gut. Aber ansonsten wäre es ja auch zu einfach. Ich kann mal ja auch hier rumzustinken. Einmal hier kurz wetzen und dann wieder hier richtige Tränke auswählen. Ich habe kein Erste Hilfe Plus mehr. Ja? Erste Hilfe Plus sollte man immer zuerst benutzen, weil das ist das, was man im Lager bekommt und das kann man nicht mitnehmen. Das ist also nach der Mission dann eh weg und daher nutzt man das immer als Erstes. Ficker. Alter, damit würde ich echt mal zum Arzt gehen an deiner Stelle. Das kann nicht normal sein. Ich bin außer Atem, da bin ich etwas zu lang gerannt. Sobald die Leiste rot wird, oben links, dann sind wir etwas zu lang gerannt. Ich versuche das natürlich immer zu vermeiden und üblicherweise bin ich da drin auch ganz gut. Hat jetzt halt in dem Fall leider mal nicht geklappt. Unser Schutzamulett triggert trotzdem hin und wieder ganz gut, muss ich sagen. Weil klar, der Schaden wäre auch so nicht groß, wenn es durchkommen würde, aber wenn wir schon weniger Schaden nehmen, dann nehmen wir das doch auch mit, hätte ich gesagt. Es ist so ein cooler Move. Leider nicht den Mega-Damage, aber es ist schon cool. Aber nochmal. Leider verlieren wir dadurch halt eine Leiste, auch wenn der zweite Angriff dann nicht trifft. Wenn der erste Angriff nicht trifft, dann hingegen verlieren wir keine Leiste. Kätzchen. Von dem sein Schwanz müsste doch auch gleich ab sein. Hat er letztes Mal doch auch nicht so lange gehalten. Der ist ja nur mit Teser rangeklebt. Sag ich doch. Ja, mal kurz wieder heilen. Jetzt ist er aggro, oder? Kann ich bei dem schwer einschätzen. Man sieht ja nichts von ihm außer seine Haare. Achte. Gut, es hat getroffen. Gerade so, muss man sagen. Okay, okay, okay. Leben, leben, bitte. Okay, okay, Abstand. Das ist die Kacke, ne? Okay. Hier stehen wir ganz gut. Ich darf nachher nicht vergessen, den Schwanz zu rufen. Wäre ärgerlich. Wenn wir den vergessen. Ja, danke Kätzchen. Ah. Erinnert mich von Style so echt hart an
Von Dark Souls, der Gaping Dragon. Saugt er wieder Miasma auf. Damit er wieder rumkotzen kann dann gleich. Hier funktionieren die Superman-Dives wenigstens auch. Kätzchen kann ich Leben haben, bitte. Ja, mach ich halt selbst. Ja, mach ich halt nicht selbst. Okay, Waffe ist schon wieder auf grüner Stumpfigkeit, sage ich jetzt mal. Haut ab. Müssen wir auf jeden Fall schärfen, unsere Waffe. Diesmal läuft es deutlich besser, auf jeden Fall. Hier normaler Trank und dann ist hier der Schwanz. Eine verstorbene Scherbe. Es hilft auf jeden Fall doch schon einiges hier. Gehirne zu haben. Damit meine ich natürlich nicht das maximale Leben zu verlieren. Hilft bei dem hier doch schon einiges. Entschuldigen Sie, können Sie bitte runterfallen? Das wäre richtig nett. Na komm. Stell dich nicht so an. Also. Was? Fucking Yagras, ey. Als ob die was zu melden hätten. Haben sie meinen schönen Angriff unterbrochen. What the fuck? Was passiert da? Ich geht! Das habe ich ja noch gar nicht aus der Nähe gesehen, was der da macht. Das ist ja ekelhaft. Git! Alter. Okay, okay, okay. Hier gerade etwas Probleme am Start. Er ist auf jeden Fall gerade nicht so freundlich gelaunt. Sag ich jetzt mal. Steht auch richtig scheiße darum an der Stelle. Alter, ich kann dich nicht angreifen, wenn du da hinten rumstehst. Junge. Nimm da doch mal Rücksicht drauf. Bin mir nicht sicher, ey. War das wieder so ein Tick-Damage-Ding, oder?
Aber wir sind ganz gut durch ihn durchgekommen bisher, das passt schon. Kann man auch mal ohnmächtig werden, auch wenn es ärgerlich ist. Ja, Maxi-Trank. Ration. Stellen wir auch noch mal her. Hier. Zack. Und dann kümmern wir uns weiterhin um ihn. Ich glaube, so viel Leben hat er auch nicht mehr. Weil wir haben ihn halt doch schon ganz gut zugesetzt, glaube ich. Aber klar, sein Agro-Zustand, der ist auf jeden Fall sehr nervig. Der Angriff ist übel. Ach komm! So weh kann dein Fuß gar nicht getan haben. Okay, Abstand mal. So ein bisschen Sicherheitsabstand. Ran an die Sache. So ist es recht. Fall um. Gerade dann, wenn du abhauen willst. Hinterher. Ich mach den noch, sage ich euch. Diesmal wird er fallen. Vorbereitung ist halt key. Okay, das ist in Ordnung, das macht ja keinen Schaden. Nehmen wir die Vitalitätswespe mal kurz mit. Bitte. Danke. Ist da wieder sein Ekel-Move? Wundervoll. Das hat ihm wehgetan, glaube ich. Ach komm! Shit, 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 shit. Wo kann ich hier stehen? Also, wenn man es halt auch nicht sieht auf dem Boden, ey. Ist halt ein Problem. Im Agro-Zustand macht der Junge keinen Spaß. Da gefällt er mir nicht. Da ist er nicht so nett.
Stats für SP bitte, ja. Aber das Ganze nochmal, hier. Hat dir doch gerade so gefallen. Ich finde ihn einfach cool. Teile, gebrochene Teile. Okay, aber wieder keine Schärfe. Einmal Döner ohne Schaf. Ich ziehe mal kurz mein Ding durch. Das stört dich doch nicht, oder? Nein, das stört dich nicht. Das freut mich. Zack. Jetzt ist aber doch schon wieder knapp mit den Tränken. Auf der Route stehen zu können. Okay, also ich habe jetzt keine Megatränke mehr. Und auch nichts mehr zum Herstellen von eben jenen. Aber viel Leben hat er wahrscheinlich auch nicht mehr. Hier ist noch Honig, da haben wir dann wieder Megatränke. Zwei Stück immerhin. Das hier ist übrigens mein Lieblingsgebiet, wo die Gegner sich entschließen können zu kämpfen. Weil hier gibt es ganz wunderbare Gift. Knospen quasi, Giftblumen. Und die können den Gegner auch immer sehr ganz vergiften, zumindest wenn er halt keine hohe Giftresistenz hat. Wie es da bei den Kollegen hier aussieht, weiß ich nicht. Aber finden wir gerade heraus, weil der steht gerade richtig schön im Gift drin. Aber momentan sieht es recht wirkungslos aus. Schade. Ja, das Gift macht ihm nichts aus. Mir hingegen schon. Aber ich habe immer Gegengift dabei. Oh, er hat sich schlafen gelegt, wie nett. Danke, Kätzchen. Das war's wieder mit meinen Megatränken. Aber dafür gibt es ja auch noch eine Vitalitätsweste. Das ist so eine neutrale quasi. Die ist gar nicht von unserer Katze, die ist nicht für uns da, aber die können wir trotzdem nutzen da hinten. Würde ich sagen, machen wir jetzt auch.
Dessen hat er jetzt hier wieder alles vollgekotzt. Ja, Jungchen. Kotz auf dem Boden, ey. Gut, Kätzchen hat eine Vitalitätsfeld platziert. Okay, der haut ab. Jetzt habe ich hier leider ein Problem mit dem Durchkommen momentan so ein bisschen. Laufen wir halt mal außen rum. Wenn es da nicht geht. Nebenbei finden wir dann vielleicht auch noch nochmal Kräuter und Honig, wäre nicht schlecht. Ja, ich weiß, ich laufe vermutlich gerade einen Umweg. Ist halt alles nicht so leicht. Sieht momentan schlecht aus mit Kräutern und Honig. Was ist denn das? Alte gespalten. Achso, das ist von dem Nergigante. Das ist ein Viech, das man auch schon geklatscht hat und vermutlich gibt es davon auch wieder eine Unterart, gegen die wir auch noch antreten müssen. Spinnennetz nehmen wir auch mit, das brauchen wir für Fallgruppen. Okay, einmal ein bisschen heilen. Was machst du? Barcelona. Ja, da schreibt man. Hey, Leben, bitte. Katze, potenziell Leben. Wäre nett. Hey, gut, dass der seinen Feuerlöscher nicht unter Kontrolle hat. Ich glaube, ich werde den nicht sterben. Okay, doch noch nicht. Was macht der? Ach, den wieder. Geil. Das ist aber eine große Arena, wo ich hier gerade drin bin, ne? Da haben wir ja eine Menge Platz zum Kämpfen. Ich habe auch so viele Tränke noch. Jetzt war es keine Tränke mehr da.
Ja. Aber wir haben noch 2 Versuche übrig. Ist also von daher im Großen und Ganzen schon okay. Und viel Leben hat der garantiert auch nicht mehr. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder einen Maxi-Trank. Ich bin ja schon einmal ohnmächtig geworden, aber ich hatte Fehleinsicherer. Darum hat es mir keinen Versuch abgezogen. Ah, geil. Dann werde ich jetzt auch kurz, werden wir wieder so ein bisschen farmen hier. Und versuchen, zumindest wieder ein paar Megatränke zu bekommen. Weil die doch schon sehr wichtig sind. Normale Kräuter brauche ich auch noch. Dahin. Sonst langt es nicht ganz zur Herstellung. Komm, fickt euch. Schön. Dann gehen wir noch einmal in die Richtung. Ein bisschen. Ich meine, da könnte nämlich auch noch mal was gewesen sein. Jawohl, sieht gut aus. Und das hier brauchen wir auch noch. Und dann einmal auf Herstellung. Ich habe sogar noch zusätzliche Kräuter. Nice. Gut. Das passt doch. Gehen wir jetzt wieder den äußeren Weg zurück. Um hier nochmal Kraut mitzunehmen. Was macht eigentlich Kräutermedizin? Entfernt alle Giftstoffe und stellt Gesundheit geringfügig wieder her. Okay, aber geringfügig halt, ne? Ist nicht so geil. Früher war zur Herstellung von normalen Tränken war schon Kraut und Blaupilz nötig. Das haben sie in Monster Hunter World geändert, wofür ich dankbar bin. Das hat halt alles nur noch mal verlängert, verlangsamt. Ja. Wir sind wieder recht gut ausgestattet. 8 normale Tränke, umgekehrt, 8 Megatränke, 10 normale Tränke jetzt und noch ein Kraut. Läuft. Damit denke ich, können wir den Kampf hier beenden. Wir kämpfen ja auch schon eine Weile gegen den, also viel Leben dürfte der nicht mehr haben. Auch wenn er mir auf der Karte nicht mit Totenkopf angezeigt wird. Allerdings habe ich auch noch nicht genug Forschungspunkte bei ihm gesammelt, als dass mir das angezeigt werden würde, schätze ich mal. Übrigens, wir benutzen Feuer, weil Feuer ist eine seiner Schwächen zusammen mit Drache. Allerdings ist Schwäche viel gesagt, weil normalerweise, wenn man von Schwäche redet, dann meint man damit eigentlich, der hat eine Dreier-Schwäche, der hier hat eine Zweier-Schwäche. Allerdings auch, der hat halt keine Dreier-Schwäche. Der ist krass, ne? Keine Dreier-Schwächen vorhanden.
Autsch. Nein. Kannst du es bitte sein lassen? Knapp. Jetzt kommt ja gleich einen richtig dicken Strahl. Jawohl, wusste ich doch. Muss hier mal durch. Kann da schon durchlaufen, aber es tut halt schon weh, ne? Komm her, danke. Okay, er ist am Hinken. Geht's auf jeden Fall nicht ganz so gut. Vielleicht hätte ich ihn abhauen lassen sollen. Ah, der wird sich ja eh nochmal abhauen. Sich hinlegen. Danke. Die hier nehme ich mit, ja. Und dann lassen wir ihn jetzt kurz von dannen ziehen. Schleifen einmal unser Schwert und ich hoffe, dass er sich hinlegt. Und wir dann mal die Mega-Fassbombe in Aktion sehen werden. Die ist auch hervorragend, um nochmal Teile zu zerstören, wenn der Gegner davon noch was dran hat, wo man gerne zerstört haben will. Bei Teostra habe ich immer sehr gerne Mega-Fassbomben benutzt, weil der war auch ein Wichser, ne? Und ich schätze, dem werden wir auch wieder begegnen. Aber solange wir Lunastra nicht wieder begegnen, der weiblichen Version, ist alles cool. Weil Lunastra war schlimmste Viech in Monster Hunter Welt. Ja, er hat sich hingelegt. Das heißt, wir haben jetzt Spaß mit Fassbomben. Ich glaube, ich habe schon alles zerstört, was man zerstören kann bei ihm. Aber legen wir die dahin. Ups. So. Danke. Das hätte etwas mehr Schaden gemacht, wenn er noch geschlafen hätte, wenn ich mich nicht täusche. Aber leider war der erste Angriff einer direkt auf ihn, weswegen er dann direkt aufgewacht ist. Sehr schönen Angriff abgeworfen. Was ist immer gut. Haben wir hier eigentlich keine Vitalitätsreste gerade? Okay, komm mal her. Komm mal her, da hinten ist doof, gegen dich zu kämpfen. Komm mal her! Schnaps gesoffen. Ärgerlich. Okay, er ist tot. Das war antiklimatisch jetzt, sage ich jetzt mal. Aber das ist bei den Drachenältesten leider immer ein bisschen so, dass man sich denkt, ja, okay, jetzt fällst du um, weißt du. Der eine Angriff. Ich hatte schon mal, da habe ich gegen Kirin gekämpft. Kirin ist ein fucking Wichser, gell? Und
Da bin ich dann auch kurz vor Ende draufgegangen, nochmal, gell, und bin dann wieder hingelaufen und hab einen Schlag gemacht. Einen einzigen Schlag. Und der ist auch noch abgeprallt, weil Kirin hat eine richtig harte Härte. Das heißt, ich hab 11 Damage gemacht oder so und das sah auch noch richtig awkward aus mit dem Düng, ne? Und dadurch ist er umgefallen. Aber mega. Aber das war auf jeden Fall der Vellum Val Hazak, und sobald wir zurück sind, würde ich sagen, gucken wir uns auch noch kurz die Rüstung an, die wir dadurch bauen können. Weil aussehenstechnisch ist die mit Sicherheit ziemlich geil. Auch wenn es jetzt natürlich ein ziemlich langer Kampf war, den wir da auf uns genommen haben, sage ich jetzt mal, ne? Komm, Spiel, lad nicht so lang. Drachenälteste Spuren soll ich dann wieder suchen. Okay, alles klar. Aber, wie gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal kurz die Rüstung an. Rüstung. Ja, doch, das ist doch ganz cool. Sehr Gothic-mäßig, ne? Was kann das? Gegen Wasser 20? Puh. Mehr als den roten Abschnitt wieder regenerieren. Drachenangriff. Okay. Angriff 20 Punkte. Schnell essen. Widerstand. So geil ist das jetzt nicht, das Ding, ne? Aber es sieht halt cool aus. Das hier ist übrigens Velkana. Sieht auch cool aus. Naja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein!